Ey, Jungs. Ja. Video fängt an. Lama Squad. Lama Squad. Lama Lama Squad. Squad. Tada! Hey ho, Freunde des Films, willkommen zurück zu einem Video auf dem Lama Squad Kanal. Heute geht's weiter mit Lego Star Wars. Dies ist die Skywalker Saga, wollte ich schon sagen. Aber wir sind ja hier bei Das Erwachen der Macht. Die Skywalker Saga kommt noch. Letzte Folge. Ja, sind wir mit Rey ein bisschen durch die Gegend gelaufen und sind von einem Schiff geflohen. Und jetzt laufen wir hier erstmal mit BB-8 noch irgendwie scheinbar an eine andere Stelle. Treibsand. Da kommen wir nur mit einem Speeder drüber. Ui. Speeder und geile Cutscene. So. Halt dich fest, irgendwie. Moin. Neues Kraftfeld, Kleine. Damit halten wir Räuber und Gesindel fern. Ich würde dir zeigen, was ich mit Gesindel meine, aber ich habe keinen Spiegel dabei. Oh, und wenn du glaubst, du würdest dann im Kraftfeld vorbeikommen, dann möchte ich das zu gern sehen. Okay, kein Ding, Digga. Mach ich. Ja, lass mich doch da hoch, bitte. Aha. Hier müssen wir es kaputt machen, alles klar. Mal sehen, ob ich an die Überbrückung herankomme. Oh, nein, 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 ich nehm's zurück. Ach, da muss ich wohl etwas umbauen. Oh, nein, 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 ich nehm's zurück. Ich ja, nehm's ja, doch nimm's nicht mal mit. Zurück. Dann werde ich definitiv gefeuert. Opfer. Ich muss aufhören, jeden zu pumpen. Danke. Oh, nein, 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 ah, Baby 8, okay. Komm her, Baby. Komm her, Bibi. BB-8. Bam. Nice. Da müsste das Tor ja jetzt offen sein. Gut. Scheinbar doch nicht. Dann machen wir eben den hier. Ui. Kannst du das Elektro schocken? Kann er bestimmt. Bam. Dann guck ich mal, ob jemand einen Job für mich hat. Ja, solltest du vielleicht tun. Jetzt gib mir das nächste Level. Geschichte fortsetzen. Kapitel 3. Nima Außenposten. Absturz auf Jakku. Finn ist zurück auf den Wüstenplaneten und da Pauk verschollen ist, macht er sich alleine auf die Suche nach Zivilisation. Einige Zeit später findet sich Rey mit BB-8 am Außenposten von Nima ein, um gesammelte Schiffsteile zu verkaufen. Noch weiß sie nicht, dass BB-8s finstere Mächte sowohl innerhalb als auch außerhalb der Siedlung viel wert ist. So. Erstmal verlesen, Digga, die ganze Zeit. Der
Copyright ist da. Erstmal wieder eine Beschwerde wegen Urheberrecht. Was du mir heute gebracht hast, entspricht dem Wert. Eine Viertelration. Letzte Woche war es jeweils eine halbe Ration. Was ist mit dem Druiden? Was ist mit ihm? Nun, der ist mir durchaus 60 Rationen wert. Eigentlich ist der Druide nicht zu verkaufen. Komm mit. Folgt der Kleinen und schnappt den Druiden. Hey, was? Die Jacke, der Druide sagt, du hast sie gestohlen. Wo hast du sie her? Er meint, sie gehört seinem Master. Sie gehörte Poe Dameron. Richtig? Er wurde gefangen genommen. Von der Ersten Ordnung. Ich half ihm zu fliehen. Aber unser Schiff wurde getroffen. Poe hat's nicht geschafft. Dann bist du also beim Widerstand? Wie es aussieht? Ja, das bin ich. Ich bin beim Widerstand. Ja, ich bin beim Widerstand. BB-8 sagt, dass er einen Geheimauftrag hat und zu deiner Basis muss. Angeblich hat er eine Karte bei sich, die zu Luke Skywalker führt und alle wollen die haben. Komm schon! Jetzt aber schnell weg hier. Oh, ich hasse Sturmtruppler. Nicht nur du, alle anderen auch. Zumindest die neuen. Die alten sind cool. Verreck. Ein Moment, ich finde einen Weg für euch. Mann, jetzt hier. Bam. Ja, der Stadtmagenil ist schon praktisch. Wahrscheinlich erstmal das da. Das würde Sinn machen. Volle Kanne. Okay, scheinbar waren wir doch nicht weit genug davon weg. Jetzt aber, geht doch. Volle Kanne, ja? Hör auf zu schießen. Sich ab. Dieses alte imperiale Schiff ist im Weg. Vielleicht hat es genug Saft, um es umzupacken. Nee, ich will das da hinten. Dafür müsste ich ins Cockpit kommen.
In die Richtung also. Okay. Jetzt brauchen wir Finn oder sowas, ne? Gib mir doch jetzt Finn. Ja. Woher hast du den Zugangscode für ein imperiales Schiff? Er hackt. Ja, darüber. Ah, ich kann das jetzt kaputt machen. Cool. Alles kaputt machen, wie immer. Weil wir geldgeil sind in diesem Projekt. Runter da. Ja, ich sehe sie. Was ist das jetzt? Was macht das? Gut, da kann man auch noch was bauen. Boah, geil, ey. Einfach nur Schutzwall. Strahlenschilde. Was ist denn mit denen da? Weg. Ihr habt keine Chance gegen mich. Oh, ich kann wieder auf den Strauß reiten, jo. Nein. Ja, ich kann das um mit BB-8 machen. Wie nice ist das denn? Bam. Kaven. Bei der Boom. Bist du da durch, BB-8? Pow. Ja, BB-8 kommt das safe durch. Krabbel mal durch. Ja, hast du Angst gehabt, ne? Hört auf, Droiden anzuschießen, Mann. Droiden anschießen ist fies. Weg mit dir. Get down. Ja, perfekt. Ich denke, dass man da runterfallen kann, ey, und nicht mehr zurückkommt. Weg. Later. Kommt mal nach oben. Bam. Ist das nicht cool, Leute, Lego-Zeug zu zerschlagen? Lol.
warum auch immer BB-8 da unten chillt, aber soll mir egal sein. Zieh es raus! Auch einen. Okay, wir müssen die B8 hier hochholen. Warum auch immer der unten ist, ich habe keine Ahnung. Siehst du was auf deiner Seite? Nö. Auf die Scheiße. Weg mit dir. Fall nicht rein. Treibsam. Dass aber auch die ganze Zeit die Musik spielen muss, ne? Die wollen, dass ich einen Copyright Strike bekomme. Ja, ich suche dir einen Weg. Das nicht mehr dabei. Was hatten wir? 1 von 3, ich weiß nicht was. Komischer Vogel. Scheiß Drecksvogel, weg. Kackvogel, ey. Was fällt dem eigentlich ein? Und wo ist BB-8 schon wieder? Warum ist denn der da unten? Will er, dass wir sie reiten? Bleib in der Nähe. Weg. Erstmal machen wir hier alles kaputt, bevor wir irgendwen oder was reiten. Irgendwen will ich jetzt nicht unbedingt reiten, dafür ist Nexus zuständig. Ich würde sagen, wir nehmen den hier, oder? Den anderen sind wir letzte Folge geritten. Komm hier, Junge. Bam. Kabam. Dankeschön, mein Freund.
mir durch. Schön, dass es da rausgeht. Wir sind immer noch kein wahrer Jedi. Wenn hier nachkommt, safe eh wieder noch ein Abschnitt, aber trotzdem. Wenn es da hinten rausgeht, machen wir hier erstmal alles kaputt. Weil hier brauchen wir eher einen für diesen Viecher. Das heißt, das müssen wir noch nicht holen. Wir können also ganz gezielt hier alles kaputt machen, erstmal, um wahrer Jedi zu werden. Ist auch wichtig. Weil BB-8 ist schon wieder nicht da. Wo ist denn der schon wieder? Bombratte, geh weg. Schon wieder so ein Vogel, was ist mit dir? Diese Vögel sind scheiße. Bombratte, weg. Ey, du Kackvieh. Ich glaube, wir schaffen es das im ersten. Ich glaube, wir schaffen es dieses Mal nicht mehr zu Vara-Jedi. Es sei denn, danach kommt jetzt noch ein Abschnitt, aber ich glaube nicht. Ist natürlich nicht so schön, ne? Einfach so schön schnell nach vorne. So. Mach kaputt, mach kaputt. Oh, was du blöd bist. So, mach kaputt. Ja gut. Ja, Mini-Kit, super. Ich will kein Mini-Kit, ich will Münzen. Ja, wenn das jetzt hier der letzte, wenn das hier der einzige Abschnitt gewesen ist in dem Level, ja, dann sind wir am Arsch. Ich weiß aber nicht. Ich hoffe nicht, dass es der letzte Abschnitt war. Ich glaube nicht. Ich denke nicht. Okay, ich hoffe mal nicht. Aber scheinbar schon. Was? Gut, das war doch nicht der letzte Abschnitt. Ich weiß nicht, wieso ich mir immer so eine Panik mache, dass wir das einfach nicht schaffen würden. Okay, was hat das jetzt gemacht? Boah, Blumen, ey, cool. Dieser Sturm draußen. Ich weiß nicht, ob man den in der Aufnahme hört. Wenn ja, tut mir leid, Leute, aber bei uns ist gerade irgendwie 125 km/h oder so ein Sturm. Wurde in der Nachricht schon gesagt. Also ich weiß nicht, ob man das hört. Sich ab, sich ab, sich ab, sich ab.
der fällt. Yeah. War der da oben? Okay, das können wir auch alles kaputt machen, finde ich nice. Das müssen wir sogar kaputt machen. Machen wir erstmal das da. Können wir das da anschließen? Haben wir schon. Wir müssen durch den Kontrollturm. Lass aber auch nochmal das andere bauen. Was ist das? Okay. Wir müssen durch diese Wand. Vielleicht gibt es einen Weg hinüber. Hier müssen wir erstmal das da machen? Ich denke schon. Oh, Wombratten, ey. Geht weg jetzt. Weg. Weil lass mal versuchen, erstmal das andere zu bauen. Ich habe keine Ahnung, was was macht. Hier brauchen wir BB-8. Okay. Gut, das öffnet irgendwas. Was ist das? Irgendwas zum Klettern, okay. Hier ist ein Schacht, aber er ist blockiert. Ich brauche Hilfe. Kann ich dich... Bleibst du da oben, wenn ich dich da jetzt abstelle? Scheinbar schon. Gut zu wissen. Natürlich nett, dass du da oben chillst. Aber, hä, was? Da brauchen wir die auch? Was soll der Kack denn? Och, Mensch. Ja, dann drehen wir den Kack jetzt. Komm jetzt. Mach voran. Streng dich an! Boom. Oh, das war laut. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir die Wand einreißen können. Ja, ich auch. Ja, hoppla. Das war ein bisschen großes Einreißen, würde ich mal sagen. Nee, sind wir nicht, ist weg, guck, hier ist niemand. Ja, gib mir das da mal. In Ordnung, der Jumper ist gleich da drüben. Der Jumper. Jumper ist ein Dino aus einem im Land von unserer Zeit. Oh nö. Nicht schon bitte. Oh ne, ein Sniper ist gar nicht schön. Keinen anderen Weg. Wir müssen sie ausschalten. Bring noch mehr Sturmtruppler. Hör auf, mich snipen zu wollen. Bin gleich dead, das ist nicht geil. Wind. Weg. Weg. Kommt ein Schiff. Ein weiterer Truppentransporter ist auf dem Weg. Er hat ein Blastergeschütz. Da kommt noch mehr. Sich noch
Weg mit ihr. Alter, wie viel kommt denn da noch? Ein Bomberman. Oh nein. Was mit dem da? Deckung zu suchen. Oh nein. Nochmal? Ernsthaft? Ja, ich hoffe nicht. Hey, was ist das? Sie haben was von diesen Pisten runtergeschossen. Ah, man kann doch zu BB-8 wechseln. Kannst du den Transporter von deiner Seite aus sabotieren? Jojo, kann ich machen, kein Problem. Tü. Falscher Richtung. So. Perfekt. Transporter wird sabotiert. Da muss ich drauf, okay. Ah, ist schon kaputt. Wieso schieße ich eigentlich? Also, ich bin los. Egal, ich mache alles noch kaputt. Okay, scheinbar bin ich doch noch nicht fertig mit BB-8. Ich muss mich da doch noch mal rein. Aha, das ist kaputt, okay. Bam. Bam. Komm zurück. Bam. Was ist mit dem Schiff erreicht? Schrott! Der Schrott wird's schon tun! Warum haben die alle nur Badehosen an? Das ist nicht gehen. Bei so vielen Tierjägern können wir nicht abheben. Das Raketengeschütz außer Gefecht. Wir müssen es an den Generator da drüben anschließen. Okay. Ein Siebedroide. Ihre Aufgabe ist es, Elektroschrott im Sand zu finden. SN1F4. Um das Geschütz in Stand zu setzen. Thank you.
So, was machst du? Okay. Ja, das sollte funktionieren. BB-8, kannst du darauf zugreifen? Ja, und dann gib mir doch BB-8. Oh. Kurz BB-8 gegrillt. Was machst du jetzt? Oh, ich kann da jetzt was abschießen mit. Nice. Aber der Siebel-Druide, der hat hier hinten noch was. So, guck mal das hier. Ah, oh, Geld, danke schön, nehme ich. Und hier ist irgendwo was. Bestimmt Minikit. Nee, auch wieder Geld, aber schade. Ja gut, dann gehen wir mal hier rein. Lässt sie durch. Jawohl. Danke fürs Tür aufmachen, Mann. Das brauche ich nicht mehr klingeln. Ja. Weg mit dir. Hier drüben. Hin, du. Rein da. Ans Bordgeschütz nach unten. Schon einer mitgeflogen? Nein, das Schiff wurde ewig nicht bewegt. Krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ja, scheinbar bekommst du es nicht hin. Jetzt nicht mehr. Hören sich mega an. Von denen. Fetter Schuss! Piu-piu. Weiter so! Ujo. Es sind zu viele. Das schaffen wir nie. Ich sehe einen Ausweg, vielleicht. Bam. Ich glaube, sie haben uns die ganze Flotte auf den Hals gehetzt. Fliegen ist cool, fliegen ist nice. Schön ruhig halten! Nee, kann ich nicht, ist der Millennium-Fall kriegt. Wer ist denn der letzte AT-AT?
Nee, nicht weiter so. Wo ist der letzte AT-AT? Da hinten. Mach kaputt. Sind wir zu angreifbar? Dann such uns Deckung. Okay, aber denk dran, du wolltest das so. Machen wir das jetzt wirklich? Ja, machen wir. Sie folgen uns immer noch. Halt dich bereit! Geht klar! Wofür? Hat funktioniert. Den Aufenthaltsort des Widerstandes kennen nur wenige. Wenn ich hinfliegen soll, sollte ich zu denen gehören. Sag uns, wo deine Basis ist. Na gut, mal unter uns. Ich bin nicht beim Widerstand klar. Ich versuche nur vor der ersten Ordnung zu fliehen. Aber wenn du uns sagst, wo die Basis ist, dann bringe ich dich vorher dorthin. In Ordnung? Wo ist eure Basis? Das Illenium-System? Ja, das Illenium-System, das ist es. Flieg uns so schnell dahin, wie du kannst. Vergib mir. Ich fühle es schon wieder. Den Sog zur Hellenseite. Der oberste Anführer hat es gespürt. Zeig sie mir erneut. Die Macht der Dunkelheit. Und dann wird uns nichts mehr im Weg stehen. Zeige sie mir. Großvater. Sir, es war nicht möglich, den Druiden auf Jakku sicherzustellen. Ihm gelang die Flucht an Bord eines gestohlenen korellianischen YT-Frachters. Der Druide hat einen Frachter gestohlen? Nicht direkt, Sir. Er hatte Hilfe. FN-2187. Die beiden waren in Begleitung einer Frau. Tja, das wüsstest du wohl gerne, ne? Freies Spiel freigeschaltet. Wahrer Jedi. Roter Stein nicht gefunden. Minikits freigeschaltet. Millennium Falke. Millennium Falke Microfighter. Finn. Ray. Hobbin Cassandra. Hoggins. Montat. Quinar. Sarko Plank. Tarish Juden. Unkas Handlanger. Unka Plut. Ankos Gauner. Geschichte fortsetzen. Ich glaube, da ist es. Ich mach das schon. Jo Leute, ich würde aber sagen, es war's für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like an und sagt die Glocke voll ab nach. Und ciao. Leute!